Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Wir sind heute zu Gast bei Erzgebirge Aue in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und diese Aue, die dürfen wir eins nicht, und zwar nicht unterschätzen. Sie sind in der zweiten Liga-Saison recht gut gestartet. Zwei Siege ohne Gegentor. 1-0 gegen St. Pauli, 1-0 gegen Cottbus. Und ja, was soll man da groß sagen? Also, wir dürfen diese Erzgebirgler auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es ist eine schöne Kleinstadt, Aue im Erzgebirge. Martip, Neustädter. Ja, die Trikots sind ein bisschen komisch, aber was soll's. Affelei mit der Flanke auf Marika. Paulus ist da. Nicke dich. Monteanu, und da kommt Neustädter an den Ball. Gut gespielt. Marika, Holtby. Da ist Verfahren. Schön reingespielt in die Mitte. Schilte, Verfahren. Und Martin Mennel wird das erste Mal geprüft. Allerdings kann er diesen noch abwehren. Zwar ein paar kleine Probleme, musste er erstmal aufprallen lassen, aber er hat ihn am Ende. Und wir sollten uns schleunigst mal hier drauf konzentrieren, nichts hinten zuzulassen. Stark von Höwe, das da eben. Und am besten auch früh die Führung erzielen. Affelei. Ah, kommt nicht ran, muss er bloß den Fuß hinhalten. Schade. Gibt Einwurf für Aue. Verzeihung. Verzeihung. Ja. Hofi stört da hervorragend gegen, weiß ich nicht, wer das war, Müller. Da ist Marc Hensel. Affelei geht davor, Neustädter klärt. Holtby. Huntelaar. Ich habe übrigens einen neuen Patch runtergeladen für das 3D-Spiel von FM Corner, glaube ich. Ja. Vielleicht läuft das 3D-Spiel besser, zumindest sieht es auf jeden Fall anders aus, die Struktur so. Affelei. Holtby. Da ist Huntelaar, langer Pass auf Marika. Ah, da weiterspielen müssen wir Verfahren gleich. Holtby, der leitet jetzt raus auf Verfahren. Das ist aber, hätte schneller gehen müssen. Da kommt Marika. Nicht an den Ball. Schimmel, Marika hat eine gute Vorbereitung gespielt. Viele Tore erzielt. Auch Huntelaar ein paar vorgelegt. Also die harmonieren ganz gut zusammen. Schollei, den wir als Backup geholt haben. Oder auch potenziellen Konkurrenzkampf, logischerweise. Der ist erstmal verletzt. Huntelaar. Da rausgespielt auf Affelei. Naja, gut. Er wollte es mal probieren, jetzt weiß er Bescheid, dass das geht nicht. Also von daher, abhaken das Ding. Der gute Ibrahim Affelei, Leihgabe vom FC Barcelona. Abstoß, Martin Mennel. Büttner verpasst, weit aufgerückt jetzt Müller, aber Martin passt auf. Und jetzt ist Büttner wieder da. Affelei. Und da ist Holtby. Marika. Marika vorbei an Paulus, gut gemacht, Marika. Müsste das Spiel auf Verfahren, so ist es, Verfahren, da ist Huntelaar, Huntelaar, nicke nicht, spitzelt den Ball vor Huntelaars Fuß weg und in die Arme von Mennel. Ob es Rückpass war, würde ich jetzt nicht diskutieren wollen, das war ja eher eine Notsituation. Verfahren, ah, Schröder ist da, ehemaliger Rostocker, Silvester, setzt sich gegen Hopi durch und Schlitte, der nächste Ex-Rostocker, Monteanu, auch bekannt aus Cottbus und Wolfsburg, im linken Mittelfeld bei Erzgebirge Aue, Marika, da kommt Huntelaar. Und Affelei. Nicke nicht. Müller. Da ist Jakob Silvester und Martin, passt auf. Wunderschön. Und Neustädter klärt. Aber Affelei kann den Ball nicht richtig annehmen. Aber hier geht es momentan hin und her. Keine richtige Struktur im Spiel. Jetzt mal Huntelaar. Dauert zu lange, den Ball zu verwerten. Silvester auf Ronny König. Und der verlagert wieder nach außen auf Fabian Müller. Da ist er wieder am Ball. Fabian Müller mit der Flanke auf Latten Monteanu. Den kriegt er aber nie im Leben. Der Coach von Schalke, Hansa-Fan, ist, ja, nervös, was das anbetrifft. Oh, Verfahren unbedrängt klärt er da zum Einwurf für Aue. Das war ein bisschen unnötig. Gibt Einwurf für die Veilchen. König, Höger ist da. Und Verfahren, jawohl, sauber. Diesmal hat er vernünftig geklärt. Sauber rausgespielt, Holtby. Und Affelei, jetzt mal eine vernünftige Ballbehauptung, sehr gut, Huntelaar. Langer Ball auf Marika, der kommt durch, Schippe an Marika. Lässt sich aber abdrängen in die Mitte, kommt jetzt einer. Da ist Holtby, das Tor ist leer und da ist es 1-0. Jawohl, Luis Holtby mit seinem ersten Saisontreffer im DFB-Pokal natürlich. Und da hören wir die Schalke-Fans im Hintergrund. Schön gespielt, Marika. Und dann muss Holtby natürlich sofort reinschießen, denn Mennel ist da rausgerückt. Und das ist die 1-0-Führung für uns. Und das ist schon ein bisschen wie eine Erlösung. Das erste Gegentor für Aue in dieser
in einem Pflichtspiel in dieser Saison überhaupt. Ja, was soll man noch dazu sagen? Es ist, wie gesagt, eine Erlösung, denn gegen Aue muss man erstmal ein Tor erzielen. Auf der zweite Gesetz, jetzt ist Pause. Ja, wie gesagt, durch dieses Patch ist es irgendwie ein bisschen kürzer geworden. Ist mir schon mal aufgefallen. Ich habe das Ganze hier schon mal aufgenommen. Leider ist mir der FM dabei abgeschmiert. Ja, 3:0 Torschüsse, das sagt alles. Also wir sind doch die bessere Mannschaft, die verdiente Führung mit 1:0. Höhe darf es aber jetzt auch nicht führen, denn so viele Chancen hatten wir auch nicht. Wie gesagt, ist ein bisschen kürzer, komischerweise, durch diesen Patch. Aber okay, was soll man machen? Halbzeitansprache. Ja, das sieht sehr gut aus, Leute. Weiter so. Spielergespräche. Holtby hat das bisher gut gemacht da. Dann müssen wir unsere beiden Stürmer noch motivieren. Huntelaar und Marika. Affelei braucht auch ein bisschen Motivation. Dann wird das was. Und auch... Boah, wer wird noch motiviert? Roman Neustädter, ja. Massagen kriegen. Höger und... Hövedes. Und ja, Hövedes ist ein bisschen von der Fitness her. Man muss noch ein bisschen aufholen noch, ja. Und Holtby bekommt auch noch eine. Weiter geht's, selbst zu zwei, keine Wechsel natürlich. Und los geht's. Huntelaar und Marika im Anstoß. Wir wollen die nächste Runde einziehen, endlich mal. Marika. Oh, schlecht gespielt allerdings. Silvester. König, jetzt die Auer wollen natürlich schnell den Ausgleich erzielen. Silvester, schön gemacht von Büttner, dazwischen gegangen. Huntelaar verheddet sich da mit dem Zweikampf mit Hensel, dafür kriegt er nie immer einen Freistoß. Hensel, Martip da. Nochmal Hensel. Wieder Martip aufgepasst. Sehr gut. Huntelaar. Und da sieht er Marika. Und der Pass ist... Ja, nee, der ist... grottig. Auf Verfang gewesen. Den kriegt keiner. Schlecht gemacht da. Schlecht gelöst von Marika. Schröder auf Monteanu und Höger. Aber Monteanu hat den Ball noch. Schöner Pass auf König. Und der Stoll ist da. Geklärt. Da ist schon mal wieder Schröder am Ball. Wenn wir hier in diese brenzlige Situation... geklärt. Monteanu mit der Hacke auf Schlitte. Schlitte flankt. Neustädter ist da. Und nächste Kontergelegenheit. Marika. Affelei. Wieder Marika. Affelei wurde gelegt. Und es gibt auch Freistoß für uns. Gelbe Karte ebenso für Rini. Klingbeil, der Kapitän. Der Fallchen des FC Erzgebirge Aue. Ja, nie eine gelbe Karte war es nicht. Auch für mich wirklich ein Foul für mich. Aber okay. Wenn der Schiri es so will. Ich meine, ich im Gegensatz, wenn es auf meiner Seite gewesen wäre, hätte ich mich tierisch aufgelegt. Holtby, Huntelaar, 2:0! So schnell kann es gehen. Klassian Huntelaar schlägt wieder zu. Schöner Freistoß von Martip. Da kommt dann Holtby an den Ball. Der will eigentlich schießen, aber den fängt Huntelaar ab. Und dann bratzt er den selber oben in den Dreiangel rein. Das ist das 2:0. Das gibt ganz viel Sicherheit. Jetzt können wir auch nochmal einen Wechsel vorbereiten. Denn Philipp Max kann jetzt kommen für Cibre Marika. Der junge Stürmer aus der zweiten Mannschaft. Eigentlich Flügelspieler, aber wir schulen ihn zum richtigen Stürmer um. Hat schon 2 Tore in 2 Spielen gemacht bei der Regionalligamannschaft. Das sieht gut aus. Also kommt Philipp Max rein für Marika. Marika nicht so gut, hat das erste Tor vorgelegt, hat er gut gemacht. Aber jetzt so eine brillante Leistung war es von ihm heute auch nicht. Büttner. Da kommt Huntelaar an den Ball wieder. Holtby. Schön gesehen, dass der Affelei kommt. Affelei, vorbei an Müller ist er schon. Jetzt an Klingbeil, auch vorbei. Gut gespielt auf Huntelaar. Aber Nikinich ist er noch vor Marika. Jetzt Silvester auf Fabian Müller. Mit dem langen Ball, aber das Höger natürlich unser rechter Verteidiger, der aufgepasst hat. Holtby raus auf Hafan. Und das wieder Huntelaar, jetzt vielleicht links weiter. Nee, war nicht gut, aber Marika könnte links rausspielen. Nee, er macht es selber. Cibrian, Marika! Klasse vollendet zum 3:0. Chippy macht's, er hält seine Form weiterhin, zeigt das Tor wieder. Trotzdem hört er sich an Auswechseln, aber hat sich gut durchgesetzt, sagt ihm Paulus, und haut dann eben mit links an den Innenpfosten hinein ins Glück. Jetzt also der Wechsel. Philipp Marx rein für Cibre Marika. Und Jan Hochscheid kommt vor Oliver Schröder bei den Auern. So, er steht 3:0, vielleicht ein bisschen hoch, aber okay, die Auer hat nicht wirklich große Chancen gehabt. Silvester. König, gut gespielt jetzt auch Fabian Müller. Der müsste jetzt nochmal reinspielen. Büttner, was macht Unnerstall denn da? Guido Kotscher, gerade eingewechselt worden für Ronny König. Und wo rennt denn der Unnerstall dahin? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sicherlich stand da Kotscher auch extrem frei. Aber da muss Unnerstall auf der Linie bleiben. Wo wollte er denn dahin? Büttner war da. Jetzt kommt Ronald Kerkagliu für Kevin Schlitter. Und es ist unnötigerweise, steht jetzt 1:3. Philipp Max, da ist er, der Junge. Max, schöner Seitenwechsel auf Affelei. Nee, den kriegt er nicht.
Nobel wechselt nochmal aus. Tranquilo Banetta wird kommen für Ibrahim Afellay. Das war keine Meisterleistung von Afellay heute. Hat sich bemüht, aber klar, gegen Aue ist es schwer. Banetta nach Verletzungspause hat einen Großteil der Vorrunde verpasst. Kriegt jetzt ein bisschen Spielpraxis wieder. Fabian Müller. Klingball und Hensel. Müller. Das ist wieder Silvester. Martel passt auf und Banetta ist da. Und wie schlecht gelöst. Hier die Auer über Silvester. Verfahren fängt den Ball auf von Montiano ab. Und Neustädter. Holtby gut gespielt. Da ist Philipp Max. Kommt aber nicht vorbei an Paulus. Wieder Paulus auf Guido Kutscher. Gegen Neustädter setzt er sich da durch. Kerkaglu. Kutscher. Hövedes macht den Schritt raus. Und Neustädter klärt. Hochscheid. Gerade eingewechselt worden. Links raus auf Kerkaglu. Den kriegt er nicht mehr. Und ja, jetzt gibt es auch den letzten Wechsel bei uns. Für Roman Neustädter wird Jermaine Jones in die Partie kommen. Kriegt einen Kurzeinsatz nochmal, der gute Jermaine. Langer Abschuss von Lars Unterstahl. Das Tor muss er sich selber ankreiden, das ist klar. Müller. Silvester. Da kommt Kotscher. Hövedes. Kann sich nicht. Jawohl! Starke Grätsch von Neustädter. Und jetzt ruhig aufbauen den Angriff nochmal. Vielleicht kommt Jones auch gar nicht mehr rein. Banetta, wieder über Holtby. Das ist Huntela. Das ist Verfahren. Bin jetzt Rückstoß Neustädter jetzt. Verwalten wir das sehr gut. Langer Ball, da kommt Philipp Max, aber er steht im Abseits. Schade. Schön gemacht. Gute Idee von Verfahren. Max, ein Schritt zu viel im Abseits. Gibt nochmal den Wechsel jetzt also Jermaine Jones rein für Neustädter. Das ist allerdings nur ein taktischer. Das dürfte es gewesen sein. Oh, langer Ball von Martin Mendel. Das war ein langer freier Stoß. Jetzt nochmal Unterstahl, langer Abschlag. Und das war's. Wir holen uns den 3-1-Sieg gegen Aue. Das ist verdient. Und, und für mich persönlich endlich mal in der nächsten Runde im DFB-Pokal. Klasse Leistung von unserer Mannschaft heute. Souveräner Auftritt. Nicht glänzend, aber wie gesagt, souverän. So kann es weitergehen. Wir sind gut eingestimmt für den Saisonstart in Hannover in der nächsten Woche. Ja, Leute, diese Folge war ja ganz schön kurz. Also wie gesagt, das ist ein bisschen komisch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen kürzer ausfällt, das Ganze. Aber okay, wir sehen uns dann gleich wieder zur Nachbetrachtung der ersten Runde. Bis gleich.